Hallo und herzlich willkommen zur 18. Folge Democracy 4 Alpha. Die stammt auch aus dem Stream, den ich zusammen mit der Politikwissenschaftlerin Romy Höhne aufgezeichnet habe. Viel Spaß. Wir haben jetzt noch 5. Da würde ich jetzt nochmal... Achso, Transport ist jetzt schon zu. Die Jugendpolitikvertreter auf Vertretung auf kommunaler Ebene wäre noch so ein bisschen mein... Ja, wir haben jetzt so viel Geld ausgegeben, wir tun was für die Jugend, finde ich super. Cool, danke. Bitte. Volle Elle? Ja, gern. Okay. Also wir haben gerade bei keine Ahnung wie viel Milliarden nicht so richtig mit der Wimper gezuckt. Das stimmt, jetzt haben wir noch 3 und die nehmen wir mit rüber, würde ich sagen, ne? Ich habe jetzt schon so ein bisschen Angst vor dem Blick aufs Defizit. Ja, das wird nicht so schlimm werden. Entertaining foreign dictators. Ja, der Ladewitsch ist immer ein sehr witziger Spruch mit bei. Das finde ich auch sehr lustig. Okay, hier jetzt keine große Änderung. Wir haben wieder ein Dilemma. Merger, also Fusion. Und nur 2. Hä? Nur 2 Sachen zur Auswahl. Ja, wieder nur 2, stimmt. Eine große Internetfirma hat angekündigt, einen Hauptwettbewerber zu kaufen. Diese Fusion braucht die Erlaubnis der Regierung. Und wenn es durchgeht, dann wird einer der größten, wird diese Fusion dazu führen, dass einer der größten Internetkonzerne des Landes entstehen. Fusion zulassen. Es gibt keinen guten Grund, diese Fusion zu verhindern. In einem immer wachsenden globalen Markt müssen unsere Unternehmen wachsen, um erfolgreich zu bleiben. Je größer die Firma und mehr Effizienz im globalen Marktplatz. Das würde ich nicht sagen, ob das dann die Effizienz hochgeht, aber okay. Und das andere ist Blockmerger, also die Fusion verhindern. Die komplette Idee eines freien Marktes ist basiert auf der Konkurrenz. Wenn wir diese beiden Firmen erlauben, sich zu fusionieren, dann werden sowohl die Konkurrenz als auch die Wahl der Kunden eingeschränkt. Ja, beide Begründungen sind jetzt nicht so schlecht, obwohl sie gegenläufig sind. Das ist ja auch der Grund, warum man über solche Firmenfusionen auch wirklich lange diskutiert und es da Gerichtsverfahren darüber gibt, oder Kartellverfahren darüber gibt, ob das geht oder ob das nicht geht. In dem Fall wissen wir halt nicht so wahnsinnig viel, was das eigentlich für Unternehmen sind und welche Daten die haben und wie das so richtig funktioniert, sodass es mir fast schwerfällt zu sagen, erlauben oder nicht. Ja, Muss aber dazu sagen, dadurch, dass es um diesen Bereich Daten geht, ja augenscheinlich wäre ich gerade eher dagegen, weil wir keine gesetzliche Grundlage haben international, die dazu führen könnte, dass die Daten, die uns ja wichtig sind, wie wir vorhin schon mal in einem anderen Punkt hatten, dementsprechend geschützt sind. Und da folge ich der zweiten Argumentation, dass die Idee des freien Marktes auf Wettbewerb basiert. Und dass dieser Wettbewerb für mich als Kundin dazu führt, dass ich mich entscheiden kann zwischen Unternehmen A und Unternehmen B und wir dann quasi nicht alles auf, um in der Realität anzukommen, Google, Facebook, wobei Google ja nicht was ist der Mutterkonzern von Google? Alpha? Alphabet. Genau, Alphabet. Also dass das sozusagen nicht in wenigen Händen ist. Ja. Insofern wäre ich eher für Blockmerger. Dem kann ich sehr gut folgen. Ich hätte noch eine andere Erklärung, die auch auf Blockmerger hinausläuft. Ich würde sagen, wenn man
so eine große Fusion, die zu einer der größten Firmen in einem bestimmten Segment des Landes führt, wenn ich da nicht so viel Information bekomme, dass ich sage, es gibt diesen Vorteil und deswegen macht es Sinn, wäre meine Standardantwort Fusion verbieten, solange ich nicht einen deutlichen Vorteil darin sehe für das Land. Und nur dann. Und deswegen wäre ich auch für Blockmerger. Aber so würde ich argumentieren, war so gerade mein, in welche Richtung meine Überlegungen gingen. Finde ich auch eine interessante Herangehensweise. So habe ich es noch gar nicht, gesehen. Schön. Ich meine, das Ergebnis ist das gleiche, aber es ja. ist halt wirklich ein ganz anderer Weg. Ja, genau. Okay, dann blocken wir mal diese Fusion. Die Selbstständigen finden es super. Kapitalisten finden es nicht so toll. Könnt ihr mal mit irgendetwas zufrieden sein, Leute? Anscheinend nicht. Und die Gewerkschafter finden es super. Okay. So, und Situation imminent. Oh Gott. Ja, wir haben den Eisenbahnbetrieb verstaatlicht auf Drängen von Herrn Lampe. Und was bringt uns das? Ein Streik. Weiß ich jetzt nicht, was ich davon halten soll. Ja, gucken wir einfach mal, wie sich die Sache entwickeln wird. Okay, kurzer Überblick über unsere Probleme. Erstmal, Defizit ist gar nicht so schlimm. 6,5 Milliarden. Unser GDP, also unser Bruttoinlandsprodukt, kann gar nicht mehr steigen, weil der Graph da oben zu Ende ist, ganz offensichtlich. Debt to GDP Ratio, achso, das ist das Relative GDP, ist auf fast 100%. Die globale Wirtschaft ist weiter am Steigen. Unsere Schuld geht hoch, aber dieser Anstieg ist den 12 Milliarden, wo ich gerade die Rail Companies verstaatlicht habe, ne? So, gehen wir unsere Probleme durch. Nicht wettbewerbsfähige Wirtschaft geht langsam runter, das ist schön. Pollution, einen ganz kleinen Knick nach unten, das ist schön. Die Proteste steigen langsam an, aber nicht viel. Gig Economy steigt ganz leicht an. Die Wasserknappheit, ein ganz kleiner Knick nach unten, mag ich da erkennen. Die Fettleibigkeit stagniert wieder. Doctor Strikes geht langsam nach unten, das ist schön. Überfüllte Krankenhäuser stagniert und die Asthma-Epidemie stagniert. Tja, Schuld ist gar nicht so schlimm. Tja, was machen wir denn jetzt mit dem Streik? Weil wenn der uns bevorsteht, haben wir noch, also tatsächlich ein größeres Problem, weil unsere Leute, die wir gerade aus den Autos auf die Schiene bringen wollten, im Zweifelsfall nicht mehr ins Büro kommen oder wo auch immer sie arbeiten. Tja, vielleicht haben wir jetzt mal, ist was Neues im Transport dazugekommen? Wahrscheinlich nicht. Wollen nicht noch mehr Geld reinstecken, ne? Ja, wie können wir die... Gehen wir noch mal kurz hier auf die... Also es wird... Von den Labor Laws, die Labor Laws sorgen dafür, ist das hier, Labor Laws are basically restrictions on a worker's right to strike. Ja, schlussendlich sieht es ja so aus, als würde es im Endeffekt auch wieder ums Geld gehen. Also um die Einkommen. Oder?
Ja, es geht um die, also, nee, was die, was das, den Streik, das hier ist ja der Streik, das ist was Schlechtes, das heißt also, wenn es hier rot ist, dämpft es das hier ab. Genau, und jetzt könnten wir das eine oder andere noch mal so ein bisschen pushen, damit wir oben nicht zu weit durch die Decke gehen. Also ich würde gerne diesen Streik versuchen zu vermeiden. Ja. Also nicht erst zu reagieren, wenn wir die Situation haben, sondern vielleicht ein Stück vorher. Ja. Wir könnten jetzt. Wenn wir das hochsetzen, dann dürfen sie weniger streiken. Wir machen auch was für einen Doctor Strike, aber die Gig-Economy geht hoch. Ich würde tatsächlich hier in dieser kleinen Ecke bleiben, wo wir noch so gerade 8 politisches Kapital einsetzen. Ja. Das führt dazu, dass der Doctor Strike gemindert wird. Ach nee. Ist jetzt auch schon spät, ne? Heißt das jetzt, dass der. Also es ist Warte mal, schlecht wer für hat. den. Es ist weniger schlecht für den Doktor Strike. Also wenn ich es hochsetze, ich komme nicht mehr mit. Das hier reduziert den Doctor Strike. Und wenn ich es hochsetze, wird der Doctor Strike weniger reduziert, aber die Gig Economy wird reduziert. Tja, was tun? Ich würde das jetzt für diese Sache nicht anfassen, sondern. Wie sieht denn das mit den Poor Earnings aus, was, wenn du da drauf klickst? Sind jetzt zuletzt ein wenig gestiegen. Private Housing beeinflusst die negativ. Wir tun reichlich was mit den Rural Development Grants. Das hat aber auch erst bei Democracy 4 funktioniert, weil es nicht mehr nur auf die Ja. Landwirtschaft bezogen war, sondern generell auf die ländliche Region im Richtig. Vergleich zu 3. Ja. Ja, genau wie mit State Housing. Da Ja, ich hätte jetzt gesagt, wir könnten noch mal bei Welfare gucken. Ah, da haben wir jetzt nicht wirklich viel. Childcare Provision kurbelt die Produktivität an, aber auch die Umweltverschmutzung, weil die Produktivität hochgeht. Arbeitslosigkeit geht runter. Ist halt auch eventuell etwas, was sehr teuer ist. Das, also quasi ein Mietendeckel, also kontrollierte Mieten, würde die Poor Earnings hochsetzen. Ja, aber auch da wieder die Frage, sollten nicht die Löhne steigen? Ja. Erst, dass wir jetzt versuchen, den privaten Mietsektor oder Immobiliensektor noch zu regulieren. Insofern würde ich da eher hingucken wollen. Tja, Es ist Steuern, ne? wirklich viel ausdifferenzierter im Vergleich zu Democracy Ja. 3. Was ist denn? Achso, nee. Doch, die Internet-Tags. Was ist das denn? Internet-Tax, Ganz unten. Internet-Currency, das meinst Oder du? das geht. Ich meinte das ganz unten, Internet-Tags, aber jetzt, wo du es ansprichst, würde mich auch Ah, interessieren, wie es dir. Internet-Tax, das ist sehr teuer. Ja gut, es funktioniert auch wieder nur, wenn alle mitmachen. Ja. Also mit unterschiedlichen Staaten. Ja.
Und ist sehr teuer vom politischen Kapital. Aber die Internetwährungssteuer. Kenn ich gut. Auf potenzielles Einkommen ist es. Alle finden es doof. Und ich find's gut. Ja, wäre eine Sache. Hilft aber auch wieder nicht den Einkommen der Armen. Wie sieht denn das aus im Bereich Transport? Haben wir da noch so ein paar Möglichkeiten? Ja, wir können nochmal, wir können die Emissionslimits von Autos hochsetzen. Wir könnten sauberen Sprit subventionieren. Wir könnten Biofuel subventionieren, was den Lebensmittelpreis nach oben treibt. Wir könnten eine Initiative für elektrische Autos machen. Wie sieht denn das da ganz unten mit den Mautstraßen aus? Was kosten die uns? 25. Car-Use geht runter. Und Verstopfung geht runter, ja. Pendler gehen hoch. Kapitalisten finden es gut, zur Abwechslung mal. Es kommt relativ wenig Einkommen rein, aber größtenteils, ja. Ich finde diese den Rückgang der Autobenutzung vom Prinzip ziemlich gut. Ja. Weil sich das ja wieder auswirkt auf Atembeschwerden und so weiter und so fort. Ja. Das insofern. Hätten wir auch mit den Car Emission Limits. Aber ich weiß, was du meinst. Das ist durchaus eine verlockende Politik. Wir können ja auch erstmal das andere machen. Das ist vielleicht erstmal zielführender. So mit direkten Auswirkungen und nicht wieder über Bande gespielt. Ja, ich glaube, wir kriegen. Also, ich bin mir nicht sicher. Wahrscheinlich fangen die Streiks bei der Bahn dann direkt demnächst an. Ja, ich denke auch. Dann müssen wir mit dem Problem halt klarkommen. So ist es dann halt. Ja. Aber wir müssen uns ja nicht noch abhängiger von der Bahn machen, wenn uns das blüht. Das stimmt. Also ich würde das hier, die Limits einführen. Ja. Die Toll Roads im Hinterkopf behalten. Ja. Und wir könnten überlegen, ob wir das noch kombinieren mit dieser Electric Cars Initiative. Ja. So, das ist relativ günstig. Ja, aber guck, wie sich das auswirkt, das ist echt gut. Ja, da würde ich tatsächlich sehr hoch gehen. Ja, naja, genau, weil alle Umweltprobleme sich auf so viele andere Bereiche auswirken. Ja. Dass es einfach nichts bringt, da nicht zu reagieren. So. Dann haben wir das eingeführt. Jetzt haben wir noch 11. Ich hätte gesagt, wir gucken, was der Bahnstreik macht und schauen, wie wir das abgebaut kriegen. Ja. Und ich hätte jetzt gesagt, lass uns... wo war das? Wo ist denn... Mein Food Labeling ist weg, weil das kostet 12. Ja. Es kostet 12 und wir haben nur noch 11. Ich dachte, wir machen noch das Food Labeling und dann müsste noch was übrig sein, aber wir haben dann nichts mehr übrig. Doof. Ich hätte jetzt gesagt, also, genau, wir haben im Moment noch 11. Wir kriegen pro Runde 21,5, also wahrscheinlich 21. Ich gehe jetzt mal, bin mal pessimistisch. Wir kriegen 21, also abgerundet. Dann brauchen wir noch 4, damit wir in der nächsten Runde Mautstraßen machen können. Mhm. Wir können auch
hier diese Umweltgeschichten, also diesen diplomatischen Dienst und die Tourismus, habe ich Umwelt gesagt? Ich meinte eher genau diesen Tourismusbereich dort noch mal ein bisschen ankurbeln. Der ist uns ja ein bisschen zurückgegangen, wenn wir das auch noch kombinieren könnten mit dem Diplomatic Service, könnte sich das auch wieder positiv auswirken auf unser Bruttoinlandsprodukt, was uns hoffentlich wieder mehr Geld bringt, um auch den Climate Change Adaption Fund wieder nach oben zu ziehen. Ja, ich hätte jetzt gesagt, wir machen die Tourismus-Kampagne und ziehen dann hinterher die Mautstraßen, tatsächlich um einen Schlag auf die Dings zu machen. Gut, dann machen wir das. Also Werbekampagne für den Tourismus. Und zwar, ja, wir haben gerade 18 Millionen für die staatliche. Ich bin jetzt enthemmt, habe ich das Gefühl. Das ist erstaunlich. Je größer die Zahlen sind, mit denen wir hier hantieren, desto weniger Hemmungen, wie du es gerade so schön gesagt hast. Ja, so, zack. Und dann haben wir 9 über. Davon nehmen wir das nehmen wir mit rüber und dann können wir die Mautstraßen einführen und dann gucken wir, was noch da ist. Awarding Government Contracts to Buddies? Krass. Also wirklich, das ist ein Seitenhieb gegen die Trump-Regierung nach dem nächsten. Ich finde, so langsam müsste man dazu nochmal ein eigenes Segment machen. Das stimmt. Ja, mal gucken. Wir haben ja noch ein paar Dienstagspolitikwochen. Richtig. So, wir haben wieder ein Dilemma. Single-Use Plastic Ban, also einmal Produkte aus Plastik, sollen verboten werden. Weil diese Mikroplastikverschmutzung geht in die Wasserversorgung rein, in unsere Ozeane und sogar in die Luft, die wir atmen. Und ja, tatsächlich sind einmal Produkte aus Plastik echt eine Sache und tatsächlich wurden die ja auf EU-Ebene verboten. Aber wir spielen ja hier UK, die sind ja bald raus. Ja, also Ban Single Use Plastic. Es ist absolut lächerlich, dass all diese Unternehmen erlaubt wird, diese Plastikverpackungen, die nur einmal benutzt werden und hunderte von Jahren brauchen, um zu verrotten, benutzen dürfen und dass die dann auch noch in unserem Wassersystem enden und so weiter und so fort. Und allow single-use plastic. Das klingt wie eine beschwichtigende Sache für die Bevölkerung, aber die Auswirkungen auf die Industrie wäre massiv. Ja, genau. Ja, okay. Das sind ja so diese klassischen Argumente. Es würde sehr viel kosten und die Industrie müsste sich umstellen. Herzlich willkommen in der Welt in der Transformation. Ja, genau. Deswegen würde ich sagen, herzlich willkommen in der Transformation. Ban Single-Use Plastic. Ja. Liberale finden es nicht gut, -8. Kapitalisten natürlich nicht, -5. Aber die Umweltschützer finden es gut, +10. So, und wir haben wieder Nachrichten. Heute Abend ein wütender klassischer Autoverkäufer, Dustin, erklärt, es geht um die Emissionslimits, die wir letzte Runde eingeführt haben. Ja, die fassen wir nicht an. Das tut uns leid. Wir haben gerade die Bahn verstaatlicht. Das wird euch gefallen. Hoffentlich. lass uns mal ernst nehmen, was das denn sagt. Weil vielleicht könnten wir ihm helfen. Weil momentan scheint ja das Problem der Neuinvestition zu sein. Vielleicht könnten wir ihm
ja, mit einem Subventionsprogramm unter die Arme greifen. Weil ich kann mir schon vorstellen, dass wenn du dann dazu gezwungen bist, keine Ahnung, 3 neue Autos für dein Unternehmen zu kaufen, dass das ein bisschen schwieriger wird. Ja. Insofern vielleicht kriegen wir das entweder über die Unternehmensgeschichten hin oder über anderweitige Unterstützungsmaßnahmen. Wir behalten das denn im Hinterkopf. Genau, wir nehmen unsere WählerInnen ernst. Korrekt. So, und dann würde ich nämlich sagen, jetzt führen wir als erstes Mautstraßen ein. Jetzt wird das der würde jetzt sich wahrscheinlich noch mehr freuen. Ja. Das war es erstmal für diese Folge. Herzlichen Dank fürs Zusehen. Lasst gerne einen Like da, abonniert den Kanal oder hinterlasst uns einen Kommentar und wir versuchen dann, das im nächsten Stream aufzugreifen. Roman und ich streamen jeden Dienstag unter dem Titel Dienstagspolitik auf Twitch. Wenn ihr wollt, kommt doch auch da vorbei und diskutiert live mit im Chat. In jedem Fall einen zauberhaften Tag.